So. Ja, okay. Und okay, also wir schon langsam. Wir machen das ja immer ganz einfach von der Botschaft, wenn das Publikum applaudiert oder also meistens fängt es zum Pfeifen an. Also wenn sie pfeift, dann gehe ich oben, aber wenn sie applaudiert, dann kommen die Musik. Also wir könnten das so in der Art machen. Ja? Also ich freue mich auf die Band, die werden sich dann alle noch vorstellen. Das sind alles begnadete Musiker, die alle schon hier einmal gespielt haben. Der Thomas Käfel als Schlagzeuger hat heute Premiere, also besondere Beachtung auf den Schlagzeuger. Der ist auch letztes Jahr schon hier gewesen, ein absolut toller Pianist. Der muss eigentlich jeden Tag hier spielen, so gut spielt er. Ja, Michi Ehren, eine Legende. Und dann kommt die Nathalie, kleiner, die wir der Rob Baggert. Ja. Einen wunderschönen, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Genau. Das war eigentlich meine Einleitung, wir wollten gleich starten. Danke Christian. Sag dann was, wenn ich dir. Sag der andere dann, was er passiert. Es werden die Leid und Sorgen, wir werden die Däste tragen. Er schaut zu und lacht, weil er genau bedacht, wen er mitnimmt. Wenn er mitnimmt. Da sie was verstanden, doch hab ich beim Lachen kein Bruch mehr. Nur Anfang Knackser und Bugs mehr zu reden, eben mit meiner Stimme was zu sorgen, was ich sonst dann fühlt, so lang mit der Oma getrogen. Hab gern mit zu beklagen und wieder vertrauen, von ohne wen beleidigen, mich selber verteidigen. Alles zu begleichen, da reichen oft nicht mehr alte Verhaltensweisen. Und um mir zu verscheißen, muss ich da nicht was beißen, was mir nicht schmeckt und es mir dann regt und schreie. Befreie mich von den Dingen, die mich verschlingen, mit zum Überdenken, Verdenken bringen, regelrecht zwingen.
wäre, weil, also ich habe die Lieder geschrieben und das war in der Corona-Zeit und dann haben wir eine CD aufgenommen, die liegt da vorne. Was macht schon aus? Genau, das war der erste Song, sagt er, ne? Der zweite Song heißt Ich bleib, wo ich bin. Genau, ist eigentlich, was kann man dazu sagen? Ich bleib, wo ich bin. Also, es geht alles immer so schnell und man muss immer irgendwo hin. Aber gerade in der Corona-Zeit hat es ganz schön gut getan. Ah, ich habe Corona gesagt. Ups, sorry. Hat es ganz gut getan, einmal nicht weiterzugehen. Einfach einmal kurz einmal stehen bleiben. Genau. Genug kommt, ja. Selten von außen ist zerrt in den Tränen. Macht taub, ja, starb, ist der Schock aus dem Mark und aus. Das Bein, das läuft weiter. Fällt zu und versicht, weiß nicht, warum man verzicht. Auf das Wollen so schwer für mich.
klingt die Band? Kann man sie gut hören? Ja? Ja. Kann man alles gut hören? Hey, super. Ja, super. Der nächste Song heißt Sein Soll. Und ist auch in der Corona-Zeit entstanden. Zwar den Song habe ich geschrieben, als diese Pandemie gekommen ist, habe ich irgendwie so drüber nachgedacht, wie es ist, wenn man so Menschen verliert, die man halt liebt und so. Und dann habe ich, den nächsten Song habe ich für meinen Papa geschrieben. Also als ich an meinen Papa gedacht habe, der sein soll. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehe, geschweige denn, wie weit ich gehe. Sag mal, du renn nie zu schnell, sag mal, wer komm ich von der Stelle. Bescheidenheit sagt die Wünsche, ich hab das Gefühl, ich bin zu still. Die Wahrheit hab ich dir sofort.
Wahnsinn. Das geht aber so schnell. Der nächste Song ist Girl from Ipanema. Das ist so eine meiner Lieblingsmusikrichtungen und deswegen habe ich das ins Programm mit eingenommen. Girl from Ipanema. Mit ein bisschen different Arrangement, hat gerade Rob mir gesagt. Also das Arrangement ist von Rob, genau. Was kann ich sagen? Schönes Wetter haben wir, bin echt froh. Und bloggen eigentlich schon die Gölsen? Nein. Super. Nein. Wir sind gut eingesprüht. Ich hätte es gut eingesprüht. Wir sind geflecht von dir. Was sagst du? Kann ich ihn begrüßen? Genau, mach ich dann. Werde ich ihn erkennen?
Você tem vai ter que chorar. Você
Willst du sagen, hast Mutter, Tochter? Jetzt habe ich meine Mama zum Muttertag geschrieben. Kannst du dich noch erinnern, Mama?
du sagen hast, sie kann die haben, und zwar würde ich dir gerne Michi, würde ich gerne die da auf die Bühne bitten. Der nächste Song heißt, sie kann die haben. Also ich bin das zweite Mal verheiratet und das war noch am ersten Mal. Das warst du genau. Ich will dich nimmer haben. Jetzt wo ich dich kenn, kann ich dich wirklich singen. Und ja, sie kann dich haben. Lass mich aus. Mit dir ist mir jetzt nicht schon mein Kopf weiß. Nicht was er will. Und auch wenn du nichts spürst, lieber allein frierst, ist mir egal. Du wirst mich nicht jagen und mir auch nicht sorgen, dass ich nicht genug bin, weil jetzt einmal ich gewinn. Ich will dich nimmer haben. Jetzt wo ich dich kenn, kann ich dich wirklich singen und ja. Sie kann die haben. Kurze Pause. Das nächste heißt Orangen. Thank you.
war das denn für die? War das für die so wie für mich? Irgendwie fühl ich. Bist du ganz anders von mir, denkst die Aufmerksamkeit von mir, lenkst mir einfach ein. Wie war das denn für die? War das für die so wie für mich? Irgendwie fühl ich. Bist du ganz anders von mir, denkst die Aufmerksamkeit von mir, lenkst mir einfach ein. Ihr wollt ihn nicht behalten. Habe ich eigentlich einmal die Band vorgestellt? Nein. Ja. Okay, also wir sind NMMK.
Ich fange mal Rob Bargett am ersten Keyboard oder am Keyboard. Okay. Dann mache ich bei dem Keyboard weiter. Boiler BH. Schlagzeug Thomas Krefel. Und Specialist Michael Erien. Will ich noch wieder an jemanden vorstellen, und zwar ist das der Alexander Mack, das ist ein Künstler aus dem Rosenthal, bildender Künstler, und macht für mich meine oder unsere Videos. Es gibt schon 3 Videos auf YouTube, und heute ist er da, um ein paar von diesen Videos und ein paar so Images da hinten auf zu projizieren. Jetzt wird man es erst sehen, weil jetzt ist es erst dunkel geworden. Einen großen Applaus für Alexander, danke. Jetzt noch jemanden, der heute da ist, der uns unterstützt mit Video. Der Christian hat es schon gesagt, ich habe nur den Namen vergessen. Kannst du ihn kurz mal ausschreien? Theo. Theo, danke Theo. Fürs Mitfallen. Ja, der nächste Song heißt Verlassen. Das ist das letzte Mal, dass ich dich verlassen habe. Das ist das letzte Mal, dass ich nicht mit meinem Verhalten kann. Zeig mir selbst und ich bin, dass ich dich aus meinem Rahmen bring. Das ist das letzte Mal, dass ich dich verlassen habe. Von ihr mit Haut und Tami, von einer Frau, die einen Griff hat, mitmacht, den Blick hat, sie nicht hat.
den Respekt zu verschaffen und eine Verlängerung zu lachen. Klar ist dazu sagen, verfüllt mich berühmt mich zu fragen, weil das ist mein Körper, mein Wille sagt Schägen. Vergeben kann ich mir selbst und eine Frau, ich kann Segen. Von oben, von unten oder eben von denen, die mir immer wieder eine reden, was ich soll und darf in meinem Leben. Zeig dir, wie selbst und ich bin. Was macht schon aus, so wie die CD, die liegt da, also das Album am Tisch. Es gibt ein paar T-Shirts und CDs, habe ich schon gesagt. Der Fanclub ist halt auch da. Wollen wir kurz aufstehen? Danke, dass ihr da seid. Thank you.
wie ihn oder sie lieb, magst mich nicht. Wenn mein Haut gefabelt ist, was macht schon aus? Ein wenig glauben mag, was macht schon aus? Merkst es nicht, dass dir immer köter wird? Merkst es nicht, dass es um uns alle geht, merkst es nicht. Was macht schon aus? Bravo! Was macht schon aus? Michael Ehren am Sopran und Saxophon. Danke. Umaways. Der nächste Song, den gibt es schon ein paar Jahre. Der Rob hat die Musik gemacht. Und gemeinsam haben wir dann den Text dazu geschrieben. Stimmt das? Er sagt, ich habe es geschrieben, aber wir haben es gemeinsam gemacht. Uma vez. Also Rob, das ist am Keyboard und das ist nicht so einfach, weil er hat nämlich alle Sachen so eingespeichert und muss also nach jedem Wechsel vom Song muss er sich auch das Richtige da wieder aussuchen. Da gibt es wohl viele Sachen. Genau. Deswegen dauert es immer ein bisschen. Und ich muss immer was sagen. Und genau, ich habe gerade früher eine super Geschichte gehört, die ich eigentlich jetzt erzählen soll, aber ich glaube, da war ich schon fertig. Ja, soll ich sie erzählen? Ach, jetzt wird mein Griff machen, das ist sehr aussehen. Nächstes Mal. Thank you.
Michael. Buona. Bravo. Der nächste Song heißt Wir kennten jetzt. Und zwar, als ich den Song geschrieben habe, habe ich gedacht an all die Menschen, die so in meinem Leben waren, die jetzt nicht mehr da sind. Die so, genau. Und wie man dann. Es geht sich erfüllen so. Wo man sich dann vielleicht denkt, wie wäre es gewesen, wenn. Genau, und das geht es beim nächsten Song. Rob, wie schaut's aus? Na, die Geschichte. Die heute sie kennt die das sicher nicht, in deine Augen schauen, na das würde ich mir nicht trauen. Wenn ich die heute sie in meiner Fantasie, stelle dir nur auf Rock, warum ist nie was gesagt? Wir könnten jetzt glücklich sein. Entscheiden, wen man liebt, der Kopf ist der, der uns siegt. Das hab ich nur so gesagt, damit du mich nicht fragst. Deine ist so vertraut, doch hab ich immer geschaut, dass du nicht hörst, wie laut ich schrei, komm, sei mein Braut. Wir könnten jetzt glücklich sein. Der nächste Song heißt Big Data.
Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Big Data. Hat noch jemand das Buch gelesen, Big Data? Und zwar bei dem Buch geht es darum, dass, also es gibt diese Big Data, wo all diese Informationen von der Menschheit gespeichert worden ist oder gespeichert ist. Und in dem Buch wird ganz genau aufgeschlüsselt, dass eigentlich so gut wie gar nicht Frauen drinnen vorkommen. Also der Standard Mensch ist da drinnen männlich, mittleren Alters. Und das hat mich angeregt, das Lied zu schreiben, Big Data. Stell dir vor, von Anfang an hat Frau gleich viel dürfen sorgen. Hat gefragt ihre Fragen und gefunden einen Weg, wie die Welt heut viel mehr weibisch redet. Keine Mutter verhindern, dass ihre Kinder im Krieg müssen sterben. Für was wird die Politik der Frau heute erwerben? Big Data hat vielleicht noch nicht verzeichnet. Ich verstehe, die Zeit, die reicht nicht. Big Data hat's vielleicht noch nicht verzeichnet, weil einfach nur da sein, das reicht nicht. Frauen, macht euch das vor! Nächster Song ist Gefühl. Den gibt es übrigens auch schon auf YouTube mit einem Video, den ich auch mit dem Alex gemacht habe. Sieht man das Video da? Wie schaut es aus, Alex? Sieht ihr das? Na, ja? Na? Ja? Ja?
Man sieht Licht, oder? So groß wie du, so stark wie du, hat so viel durchgemacht wie du. Niemand, den du kennst, versteht das Leben wie du, so viel ausgemacht wie du. Er ist im Leben einfach so schwer gehabt wie du. Keiner versteht die Welt so gut wie du, hat solche Schmerzen wie du, steht im Leben wie du. So gut im Job ist einfach niemand wie du, weil einfach niemand alles so durchschaut wie du. Bin ich wer vor dir, das schwer bist, das nicht du. Ich glaub, dass du nicht im Gefühl bist, im Gefühl bist, Gefühl bist. Ich hab das Gefühl, dass du nicht im Gefühl bist, im Gefühl bist, im Gefühl bist. Gescheit ist das nicht, wenn du nicht stimmst. Die wird schon singen. Stell dir vor, ich sag dir, überleg einmal. Ich halt es nimmer aus, ich krieg einen Wutanfall. Dein schon Pläne, du mal kapierst du das nicht. Alle, die du kennst, sind so viel besser als die, die grad dein Nachbar kennt, weil der ja alle verkennt. Alles, was ich hör von dir, sind Zukunftsprognosen. Du meinst im Ganzen und Großen. Da reicht's bei mir nicht einmal mit dem Arbeitslosen. Ich glaub, dass du nicht im Gefühl bist, im Gefühl bist, Gefühl bist. Ich hab das Gefühl, dass du nicht im Gefühl bist, im Gefühl bist, im Gefühl bist. Gescheit ist das nicht, wenn du nicht still bist, nicht still bist, nie still bist. Scheiß, wenn du nicht im Gefühl bist, im Gefühl bist, im Gefühl Das war auch in der Corona-Zeit. Und viele dann daheim. So wie auch. Ja, und auch nicht allein daheim gedacht. Aber der Song ist halt allein daheim jetzt. Danke, dass ihr alle da wart. Danke, dass ihr alle da geblieben seid. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke nochmal der Band. Rob Bagert am Keyboard. Paula Gehör am Thomas Kirchner am Schlagzeug und Michael Erdogan am Zufüllungsgemeinde.
Alexander Macville. Und Theo. Theo. Wenn jemand eine CD haben will, die liegt da auf am Tisch. 15 Euro. Das sind eine. Und T-Shirts gibt es auch. Bitte? Und Nettie. Achso, genau, mein Name ist Nathalie. Okay. Ja, jetzt kommt die Geschichte. Normalerweise ist es nämlich so bei meinen Shows, da werde ich mit dem Hubschrauber so einer geflogen und dann komme ich so mit so einem Dings, also mit so einem, deshalb bin ich hinten angebunden, aber so einer mit Flügel, aber nix on. Genau, das ist normal. Aber heute geht's nicht, weil die Barmer sind davor und genau. Ihr habt's. Was ist?
Ja, wir spielen noch eins. Zufällig habe ich noch eins da, eh noch. Zufällig gerade gefunden. Folia di Lanangera.
wieder da.